Nun ist es offiziell. Hans-Dieter Flick ist an der obersten Sprosse der Karriereleiter angekommen. Nach der EM 2021 wird Hansi Joachim Löw als Bundestrainer der deutschen Nationalelf ablösen. Der ehemalige Bayern-Coach erreicht das, wovon andere nur träumen können. In einem Interview mit der Welt am Sonntag erzählt der gebürtige Heidelberger seltene Details aus seinem Privatleben. Ebenso wie er in seinem Leben dem Fußball die Treue hält, ist auch seine Frau Silke seine langjährige große Liebe. Seit nunmehr 37 Jahren ist die schöne Brünette an seiner Seite und sein Fels in der Brandung. Mit zarten 15 Jahren lernt das junge Mädchen den damals 18-jährigen Hansi kennen. Über seine Liebste sagt der ehemalige Bundesligaspieler: Wir sind gemeinsam einen weiten Weg gegangen und unterhalten uns über sehr vieles. Oft hat sie eine andere Perspektive auf die Dinge. Das hat mir häufig den Blick geöffnet, um dann in die richtige Richtung zu gehen. Mit seiner Frau hat der heute 56-Jährige zwei Töchter und auch bereits zwei Enkelkinder. Der ehemalige DFB-Sportdirektor ist Sympathieträger und strotzt vor Nettigkeit. Den Respekt bekommt der künftige DFB-Trainer aber trotzdem immer entgegengebracht. In dem Interview erzählt der Zweifachpapa: Die Freundinnen meiner Töchter hatten damals immer Respekt vor mir.